Keine Ahnung, den Hallo Ort. und willkommen zurück zu Sanctum in der Wildnis. Ja, sehr schönes Level. Upsala. Die sichere Verbindung steht. Wir haben jetzt vollständigen Zugriff auf Ihr Geheimarchiv. Ach. Was? Mach? Ach so, die reißen dir den Arsch auf, wenn sie rauskriegen, dass du dahinter steckst. Was suchen wir eigentlich? Wir suchen nach allem, was wir nicht finden sollen. Sie haben uns wegen den Erdbeben bei der Anlage hier hergeschickt, aber dahinter steckt bestimmt mehr. Mal sehen. Schaut. Was ist Warte. das? Oder muss ich, was ist das zuerst lesen? Ich Ja, merke ich das glaube nicht. schon, aber es könnte auch noch von meinem Charakter kommen, keine Ahnung. Ja, ist ja ein bisschen komisch, wenn das auf den anderen Screen übergeht. So, das da ist jetzt deine Sprechblase. Das ist sehr viel Text hier. Ha? Okay, warte, ich lese. Das da, das sind Markierungen von Erdbeben an fünf verschiedenen Stellen. Genau auf einer Kreislinie um Elysion One. Eine davon liegt exakt unter der Anlage. Und was ist daran so besonders? Wir bewegen uns direkt auf ein weiteres Erdbeben zu. Das hier ist seltsam. Die Blaupausen der Anlage zeigen eine gewaltige Höhle unter der Erde. Sie ist nicht gekennzeichnet und es gibt dazu auch keinen Zugang. Wie kannst du das überhaupt erkennen? Hey, keiner hat mehr Zeit damit verbracht, diesen Ort zu erkunden als ich. Ich bin die Beste, wenn es um Geheimgänge geht. Okay. Ah ja. Gute Augen. Ja, scheinbar. Ist mein Charakter. Ganz toller Charakter. Alright, let's do this. Kennst du eigentlich die Fähigkeit von deinem Charakter? Hast du dir die mal durchgelesen? Doppelsprung? Und das andere? Wäre vielleicht nämlich gut, wenn du es weißt. War noch was anderes? Verursacht bei jedem Treffer am Gegner mehr Schaden. Heißt, je öfter du denselben Gegner triffst, desto mehr haust du rein. Deswegen macht es wahrscheinlich auch Sinn, dass So. dein Charakter ein Gewehr mit viel, mit einem großen Magazin benutzt. Ich weiß nicht, wie gut die Hauptwaffe ist. Aber übrigens, wir können die Hauptwaffe doch ändern. Ab Level 40. Ah, ja, macht Sinn. Dauert also noch. Ach, das sind die Gegner, ne, da gehe ich lieber nicht hin, oder? Kann Warte ich da mal, drauf stehen? Trägheitsfeldspender. Erhalte tragbare Trägheitsfelder. Was? Verstehe ich nicht mal, wie das Machen die ausschaut. Leute träge? Ich will mal den ACP ausprobieren. Nur Bodeneinheiten. Der Erdbebenturm. Weil der könnte genauso gut sein wie der Blitzschlagturm. Nur dass er halt keine Schweber trifft, was doof ist, aber ich nehme den mal trotzdem mit. Soll ich den Fokus behalten? Ja, ich behalte den Fokus mal. Wie sieht's denn hier aus? So wie es ausschaut, gibt's hier. Okay, ich mag das überhaupt nicht, dass der Kern so mitten in der Mitte ist. Oh, ja, stimmt. Der ist ziemlich zentral hier. Das gefällt mir null. Wir haben 10 Basen. Ja, okay, das geht ja schon mal. Und auch wieder 10 Wellen. Okay, das könnte ein schweres Level sein. Das war aber noch nicht das letzte, oder? Und wir sind noch in Kapitel 3, nicht in Kapitel 4, oder? Hä? Ich bin voll verwirrt. Wenn ich das sehen könnte, wäre es weniger verwirrend. Oh, wer hinten haben wir diese Bälle? Ganzen Haufen Bälle. gleich. Ja, so nenne ich die jetzt. Ah, okay. Ich renne gerade irgendwo auf dem Dach rum. Sehr ekliger Planet. Ja, ich bin vorher auch auf dem Dach rumgelaufen. Aber auf dem anderen. Meine. Also mal aktuell kommen die von der Seite, aber die können von allen drei Seiten kommen. Sehe ich das richtig? Ja, klar. Hätte ich auch so interpretiert. Da sollten wir einen Ich bin am Überlegen, ob Mega-Hub wir ein kreisförmiges Labyrinth bauen, indem wir hier einmal Also um es den wäre auf Kern. jeden Fall gut, wenn wir sie dazu zwingen können, dass sie alle zu einem zentralen Punkt kommen. Ist nur die Frage, wer am meisten gehen soll. Es braucht halt auch so viele Basen. Ja, das stimmt. Ja, das oben können wir ja einen Eingang einfach zusperren. Oder wir sperren die Linie, die hier entlang geht. Ja, also wir haben mehrere Möglichkeiten. Finde ich nicht verkehrt.
Finde ich toll. Aber jetzt müssen wir uns erstmal um die hier kümmern. Dann hau mal raus. Was, ich soll raushauen? Oh, hast du welche von denen verschoben? Ich habe gar nichts verschoben. Ja. War da vorher auch schon welche? Die drei Stück? Ja, scheinbar. Die in der Ecke sind. Ich erkenne die Dinger gar nicht als Minen, WTF. Ja, die sind gelb. Ja, du, okay. Da kennst du den gelben Bobble. Ja. Du nicht weißt, dass das eine Mine ist? Achso, du willst von mir, dass ich baue, oder wie? Ja. Und wie am besten? Wir bauen es, mach einfach mal irgendwas, damit soll die ich, nicht. Soll ich erst die dazu bringen, zusammengeführt zu werden, oder? Wir fangen hier an, einfach weil hier die Gegner zuerst kommen. Dann will ich drüben raus, okay. Ja, okay. Ja, mach doch einfach da unten zu und dann eine Querlinie, dann haben wir einen Strich, den wir einfach zuballern können. Das macht, glaube ich, für die erste Welle am meisten Sinn. Dann brauche ich nur hier zu stehen und einfach geradeaus zu schießen. Hä? Achso, du machst so eine Linie, auch gut. Ja. Ah, warte mal, nimm die mal weg. Nicht, dass ich die kaputt mache. This is gonna get him. Nicht, dass wir am Ende mal rankommen. Weil ich meine, das ist nicht schon wert. Ja, so weit geht die Linie aktuell. Ja, gut, kann ja für die erste Runde wird's reichen. Danach müssen wir uns dann, denke ich, was anderes überlegen. Ich hätte dann, weiß nicht, ich hätte vor, dass ich die halt dazu bringe, dass die hier lang gehen. Ja, kannst du so machen. Okay. Wenn du willst, das, ja. Ist es wurscht, wie es genau am Ende ausschaut. Sorry, ich hab Knockback in der Waffe. Ja, dachte ich mir fast. Jetzt kommen alle anderen. Ach, sofort. Oh mein Gott, okay. Ja, wir reißen hier einfach alles ab. Baue ich da mal ein wunderbares Labyrinth, wenn alle auf einmal kommen. Dann haben wir hoffentlich einen Haufen Plattform übrig. Ich habe halt gedacht, ja, dass ich die darüber gehen lasse und dann von der Seite hier baue ich voll das Labyrinth dann. Was dann hier so komplett einmal krumm gekurvt wird, dass sie dann hier wieder reingehen oder so. War wolltest du, Kopf, aber naja. Wolltest du diese gerade, wo ich gerade langlaufe, komplett sperren? Damit die von links unten über den anderen Spawnpunkt rumlaufen müssen und oben rauskommen? Oder wie hast du es dir vorgestellt? Also ich hatte es mir vorgestellt, dass halt die von da unten hier einmal hochgehen, dann hier rumlaufen, dann da hinten, ich weiß nicht, ob ich die Erwin nicht angeschaut, aber halt den Kreis gehen. Und dann, ja, ich habe jetzt nicht drüber nachgedacht, ob ich die von hier kommen lasse oder ob ich die dann da nochmal rumlasse und dann dadurch. Aber ich hatte auf jeden Fall mir so gedacht, dass ich die so um den Kern herumlaufen lasse. Bis es halt nicht mehr geht. Verstehst du? Okay. Aber hier ist ja recht viel bebaubare Fläche umkehren. Dann machen wir das doch so. Später. Jetzt kommt brauchen wir gar nichts mehr. Also witzig. Ja, genau, deswegen habe ich alles abgerissen. Du willst also jetzt, dass die da lang gehen. Findest du, das ist besser? Okay. Ja, fürs Erste, keine Ahnung. Also, es ist, denke ich, erstmal ziemlich egal. Hier nimm mal die Dinger. Wir können eigentlich die 6 Dinger auch so killen. Also vielleicht macht es Sinn, hier so ein bisschen was zu bauen, damit die nicht ganz so schnell durchrushen, aber ich denke, wir überleben das. Das könnte dann helfen. Ach, wenn da Krieger rauskommen, dann baue ich hier was gegen Krieger, während die hier... Wie viel Reichweite hat eigentlich der Erdbebenturm? Fast gar nichts. Ich baue die Teile wieder ab, nur so zur Info, aber ich möchte, damit wir uns auf die Wackelköpfe konzentrieren können. Und die Krieger werden dann schon mal ein bisschen beschossen. Wir müssen die Wackelköpfe eh soloen. Du baust das ab. Also wir kümmern uns um Wackelköpfe und dann schauen wir mal, ob die Krieger
noch am Leben sind. Du hast doch gar nichts abgebaut, die gehen immer noch denselben Weg. Ja, ich habe einen Haufen Türme gebaut, die will ich aber dann wieder abbauen, später. Die sind da jetzt nur, weil ich nicht einsehe, mein Geld zu behalten. Das hab ich gar nicht, die schön weiterlaufen lassen. Mhm. Okay. Willst du mehr Türme haben? Ja, warum nicht? Wir können sie ja wieder abreißen, solange es nächste Runde kein scheiß Zeitlimit gibt. Wollen wir hoffen. Welche Seite soll ich schießen? Die da? Bobbleheads sind am wichtigsten. Scheiß auf die Krieger. Ich treffe gerade mal jeden vierten Schuss. Wenn überhaupt. Okay, die Krieger sind schnell. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Vielleicht sollten wir sie ablenken. Okay. Ja, schauen wir mal, ob der sich ablenken lässt. Ah ja, der Krieger kann übrigens über Barrikaden hüpfen, wenn man ihn blöd steuert. Also wenn ich ihn mich hier angreifen lasse, hüpft er vielleicht rüber. Ah ne, er hat es nicht geschafft. Klar. Wäre auch nicht gut gewesen. Ich wollte nur, ja, dass du es weißt. Stell dich nicht so blöd an. Oh, war das schwer. 25 kleine Renner. Das ist ja scheiße. Oh, jetzt haben wir aber Zeit begrenzt. Ah, fuck off, Spiel! Wie viel Plattform haben wir? Ach. Ja, dann mach mal. Sehr nervig. Was kommt da raus? 20 solche, 12 solche. Gefällt mir überhaupt nicht. Ja, weiter kann ich sie jetzt leider nicht auffallen. Sind das die, die nicht gerade sein sollen? Ne, die sahen anders aus, oder? Das waren die Rhinos, die sahen anders aus, oder? Rhinos sind was anderes, ja. Okay. Die da sind so oder so schnell, auch in Kurven. Not enough resources. Also, die sind schlau. Ah, wie schnell ich okay. Oh mein Gott, es hat ganz knapp nicht mehr fürs Upgrade gereicht, wie wir jetzt. Oh mein Gott. Hast mich gerade voll erschrocken. Ja, sorry, aber irgendwie, ich will ja auch schießen. Na gut, ich denke, du schaffst die alleine. Naja, es kommt eh noch nichts anderes, dann bleibe ich hier. Ja, ich sehe. Ich sehe ja, wenn was spawnt. Die haben glücklicherweise ja auch nicht so viel Leben. Okay, jetzt ist da was gespawnt. Bleib hier und kümmere dich um die Kleinen. Ich gebe dir Bescheid, wenn ich plötzlich vollkommen Game Over bin und so. Ich habe leider nicht gezählt, ich weiß nicht, ob das fertig ist. Ich gehe davon aus. Wenn nicht, da sind immer noch drei Türme, also. Ich schaue jetzt einfach mit einem halben Auge drauf. Konstant. Ja, einfach auf die Karte gucken. Muss man nur ein bisschen schielen. Wird das echt halt schlechter. Okay, kein Zeitlimit mehr. Jetzt können wir mal ein richtiges Labyrinth bauen. Nimm da einen wieder mit. Okay, ja. So wie ich das
Also, was war der Plan? Wo willst du die von rechts langleiten? Ich habe eine Idee. Ja. Ich weiß nur nicht, ob es eine gute ist. Was, wenn wir... Ja. Achso, warte. Das können wir uns unmöglich leisten, oder? Wir bräuchten... Naja, nee, das könnte klappen. Ja, ich habe überlegt, das hier komplett zuzumachen und die von rechts quasi nach links zu leiten. Einmal komplett lang. Ja, das ist grundsätzlich die Seite, wo ich sie auch langlaufen lassen wollte. Aber halt das alle, hier auf. Da würden alle bei mir dann enden. In meinem Kopf. Aber ich habe, glaube ich, nicht genug Teile, um überhaupt die hier so weit drüber zu bringen, wie ich sie müsste. Und ich bin ja da, um hier straight durchzuziehen. Dass man die Dinger einzeln setzen muss, ist ein bisschen doof. Dann reiß mal alle ab bei dir. Hä? Ach so. Lol. Ach, du willst die gar nicht mal haben? Naja, die sind ja dann egal. Wie, die sind ja dann egal? Also, ich glaube, du hast nicht verstanden, was ich vorhab. Nein, habe ich anscheinend nicht. Ach so, du willst die so lang leiten, dass die dann immer noch von der Seite kommen, von der sie... Okay, von mir aus. Wir haben nicht genug. Das ist ein bisschen nervig, muss ich sagen. Ja, also wir haben schon genug, aber wirklich toll ist das nicht. Aber, das da weh. Ich kann nicht wirklich weniger nutzen, um die zu blockieren. Ich mein WTF, das kostet einfach so viele... Weißt, jetzt haben wir halt... ja, okay, wir können den da noch abreißen. Gingen sie... Ach doch, sie kommen jetzt komplett durch. In dem Sinne. Ach so, wir aber die andere Seite ist dafür kürzer jetzt. Wir können das hier diagonal bauen und da doch nochmal Platz sparen. Das ist ja fürs erste wurscht. Okay. Das heißt, jetzt fangen wir mit dem tatsächlichen... Ich würde es jetzt nicht unbedingt Labyrinth nennen, aber hier kommt dann die Todeszone hin. Also wir könnten es noch ein bisschen mehr kürzen, in der Theorie. Wenn du willst. Weil den Platz da hinten brauchen wir jetzt eh erstmal noch nicht. Also ja, mach's ruhig kürzer, dann können wir hier mehr Tower reinhauen. Was kommt denn eigentlich? Es kommen keine Schweber, oder? Ja. Oh, Spucker. Oh mein Gott, Spucker. Wenn die genug Reichweite haben, um von dort den Kern zu treffen, dann raste ich aus. Dann raste ich wirklich aus. Vielleicht baue ich da hinten einen Erdbebenturm hin, nur sicherheitshalber. Jetzt aber hier so lang gehen. Gehen die halt hier direkt lang, weiß nicht. Ah, du bist gar nicht bei mir. Alter. Der Erdbebenturm ist nur da, falls die Spucker angreifen können. Also ich habe jetzt 5 Plattformen dabei, so wie ich das jetzt hier umgebaut habe. Weiß oh cool. Ob es dir so passt. Passt das so? Ja, klar. Ja, klar. Wir werden eh nicht. Wir brauchen den Platz da hinten nicht. Ansonsten müssen wir es halt dann wieder nach hinten schieben oder so. Länger diese Kurve. Ey, so nehme ich. Ich könnte es sogar noch um einen Block verschieben, soll ich machen? Wenn du willst. Ja, okay. Schräge dann. Okay, was bin komplett weit. Wo brauchst du hier die Plattform? Was soll ich dir geben? Mach einfach weiter. Ich hab's halt jetzt erstmal so diagonal gemacht. Also, hier, denk ich, also hier hinter. Ja, wie es dann weitergeht, weiß ich nicht. Ist mir dann egal. Aber du kannst auch weiter vorne anfangen. Da ist ja auch noch Platz, theoretisch. Ich habe halt jetzt mal an der Ecke angefangen, weil das jetzt das einfachste war mit 4 Stück.
Das war das Beste, was ich mit 4 Stück machen konnte. This is gonna get him. Wie viel hast denn du noch? Ah, okay, du machst es da hinten so. Ja. Meinst du, das macht Sinn? Ja, warum nicht? Setz mal da noch ein paar Tower hin. Diese Spucker, ich schwöre, wenn diese Spucker... Naja, was soll's. Das werden wir sehen. Wenn die Spucker durchlaufen, gut, dann baue ich da hinten den Erdbebenturm ab. Die 12 Stück. Ja, also auf die schauen wir jetzt als erstes. Oh, die spawnen sogar als erstes, okay. Geh mal nicht zu nah ran, ich will wissen, ob sie den Turm angreifen. So, wir wollen es wirklich testen. Ja, absolut. Er ist durchgelaufen. Er hat 3000 Leben kassiert. Schön, freut mich. Dann kann ich den Erdbebenturm nachher abbauen. Aber er beschädigt die eigentlich auch ganz nett. Aber es ist halt nicht so effizient, den da zu haben. Also es ist sicher... Ein paar von den Punkten bewegen sich auf der Minimap gar nicht bei mir, bitte. Es ist sicher nicht das Sinnvollste, was wir hier gemacht haben, weil es halt sehr viele Plattformen kostet. Aber was sonst? Wieso denn? Was ist denn das Problem? Ist das, keine Ahnung. Ist das schlecht, dass es viele Plattformen kostet? Naja, wenn wir keine mehr brauchen, dann ist es wurscht. Also klar, solange wir sie nicht mehr, solange wir genug haben, ja. Ich habe das Labyrinth so, ich habe diese Eckung so klein wie möglich gebaut und deine Idee war besser als meine, weil meine viel mehr Plattform gekostet hätte, also. Achso, echt? Ich weiß nicht genau, wie deins ausgesehen hätte, wenn es fertig ist, aber. Naja, bei meinem Bernd würden die jetzt, naja, in die entgegengesetzte Richtung laufen, als ich gerade da auf. Ja, du hättest sie quasi vom Kern hier rüber. Ich weiß, die davon da unten in dieses Loch reingeführt hätte. Das glaube ich doch nicht. Ja, ich bin mir halt bei der Taktik, alle, die von rechts kommen, komplett außen rumlaufen zu lassen, nicht sicher, ob das so sinnvoll ist. Vor allem, wenn jetzt rechts dieser eine Boss spawnen würde, sind wir halt total am Arsch. Aber wir können ja Minen sammeln. Ich meine, solange wir genug Zeit haben, können wir so umbauen. Ja, da kommen 2 Gepanzerte, die kommen dann erst zum Schluss, das ist gut. Da kommt ein Gepanzerter und ein Flieger, okay, Flieger, schon mal gut zu wissen. Oh Mist. Was war das hier eigentlich nochmal, was habe ich denn hier mitgenommen? Ach, das war der Laserbeam. Ich könnte hier einen Laserbeam setzen, der hat ja Laserbeam gegen Flieger und dann Geschütz gegen Flieger. Scheiß drauf, sind nur 3, die schaffen wir auch so. Okay, ist das ein bisschen kurvig hier, aber gut. Mhm. Ah, würde ich ja mal von da hinten ausgehen. 3, die fliegen können. Ja, die Flieger sind kein Problem. Also, dass der Kern beschädigt wird, ist mir ja ziemlich wurscht. So, das ist schon mal ein Mordstuch. Wir haben noch 5 Türme frei, also wir könnten später Flugabwehr bauen. Also ich baue dann noch so einen Kaidos dann hin. Ah ja, stimmt. Der die verlangsamt. Ja, kannst du ja genau in die Mitte hauen. So, womit fangen wir denn an? Die Gepanzerten kommen scheinbar zuerst. Schön. Der braucht ja noch ewig, bis er hier ankommt. Willst du dich um den kümmern von hinten? Hier ist es... Ah, da, Flieger. Die größte Angst, die ich habe, ist halt, dass der falsche Boss am rechten Eingang spawnt. Solange wir Zeit haben, können wir es umbauen. Ja. Wenn wir keine Zeit haben, dann wird es ein bisschen schwer, weil so viele Plattformen abreißen, um alles umzubauen, ist nicht gerade leicht zu tun. Ja, wenn wir dann mit 5 Kraftakten spielen, dann suchen wir uns auf jeden Fall mal so eine Info raus, was wann spawnt.
weiß auch nicht, warum man das in ETA 1 konnte man das so einfach nachschauen. Konstant im Menü einfach. Das weiß gar nicht, warum. Da hat man mehrere Wellen in die Zukunft schauen können, oder? Ja, genau. Du konntest ja auch, es gab ja immer wieder gewisse Wellen, wo gespeichert wurde, dass du da auch wieder neu laden konntest. Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Ich meine, gut, damals konnte der Kern ja auch nicht generieren und wer reingegangen ist, war ja nicht. Da war kein Leben. Da war kein Leben drin. Das war krass, sie haben das Tower Defense Game komplett gebaut. Aber es gefällt mir mehr als der erste. Oder zumindest nicht weniger, ich weiß nicht genau. Ist da noch ein Gegner? Ich sehe keinen. Ja, hier, ich schieße die ganze Zeit auf diesen gepanzerten Kampfläufer. Ach so, da latscht du nicht, oder was? Achso, das ist ja auch noch so. Ja, ich habe gerade einen umgebracht. Okay, ist noch einer. Es waren drei. Lebt er noch? Ah. Jetzt haben wir wieder Zeitlimit. Okay, es kommen nur zwei. Na, die Pisse halt. Jeder. Jeder. Auf jeden Fall nichts, was fliegt, wenn ich das richtig erkenne. Also, wenn du eine Gatling hast, könnten wir die schon mal aufweichen, indem du hier eine Gatling reinsetzt. Andererseits ist es, denke ich, relativ egal. Naja, wir schaffen die auch so insofern. Würde ich mal sagen, wichtig ist es jetzt nicht. Willst du diagonal durchgehen? Das ist, okay, spart. Basen, das, ja, stimmt, okay. Das stimmt wohl, das ist Basen. Ja, wobei, eigentlich möchte ich das tatsächlich nicht. Aber ich habe jetzt gerade nicht genug Basen. Brauchst du deine Basen noch? So. Okay, na, ist egal, ich mache das nächste Runde weiter. Die kommen sowieso nicht bis hier. Also es ist tatsächlich ziemlich egal. Ich setze jetzt einfach noch irgendwo irgendwas hin. Ach, hab kein Geld mehr. Okay. Ich glaube, Flieger kam keine, aber Krieger war, glaube ich, dabei, oder? Ist interessant, dass der Eingang ausgerechnet der ist, wo als erstes was spawnt. Gar nichts raus. Hast du deine drei Dinger da jetzt einfach random hingesetzt? Also random, das hat schon Sinn. Okay, den sehe ich nur noch nicht. Ja, den Kern zu beschützen. Achso, falls so. Ich will, dass die ja nochmal hier einmal komplett rumlaufen, um den Kern rum. Achso, ja, ich baue das nochmal anders. Also die Stelle, wo ich jetzt zwei gesetzt habe, da will ich den einen abreißen. Karte kann man nicht verändern, oder? Nö, kannst nur Tab drücken. Ist die bei dir auch so winzig? Nö. Winzig kommt sie mir jetzt nicht vor. Okay, dann wird sie wohl an 4K nicht angepasst. Sehr wahrscheinlich. So, also was ich mache... Ist ja wirklich so klein, wenn ich da rumschaue. So, so rum wollte ich sie nämlich dann ableiten. Ja. Insofern macht das, was du gemacht hast, dann jetzt keinen Sinn mehr. Wenn du verstehst. Oh, so. Also, was kommt? Da kommt! Da kommt der Boss! Sammel alle deine beschissenen Minen! Achso, wir wollen nichts umbauen. Wir denken, wir töten ihn einfach. Nein, vielleicht sollten wir was umbauen. Aber es kommt nur der Boss. Aber andere Gegner könnten sich eventuell dazu verleitet fühlen. Ich weiß nicht so recht. Wir könnten dem zumindest eine Überraschung
mitgeben. Was setze ich? Ich setze den Laserbeam. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Nur nicht zu nah. Ganz im Ernst. Ich will so eine Plattform, bitte. Egal, ob er links oder rechts kommt, das trifft ihn dann auf jeden Fall. Das verschafft uns zumindest Zeit, wenn schon nichts anderes. Was kommt denn sonst noch? Wie viel davon hast du? Null jetzt. Ach so. This will do it. This is gonna get him. Ich kann ihm noch eine hinstellen, die er dann zerstören muss. Killing off vermin. One tower at a time. Ja, wir werden den schon down kriegen, oder? Oder? Haben wir noch mehr Minen? Wir brauchen, glaube ich, 7 Minen, um den zu erledigen. Und wir hoffen mal, dass nicht nochmal so einer kommt. Sonst müssen wir uns was überlegen. Wir haben die Minen, die hier liegen. Ja, okay. Ich glaube, wir hatten mehr, aber ich glaube, ich konnte noch Minen einsammeln, obwohl ich voll war. Und dann waren sie einfach weg. Oh, ja, das ist dann... Ich wusste nicht, dass das so funktioniert im Spiel. Okay. Also wenn du noch Geld hast, dann kannst du entweder die Tower hier upgraden, damit der Laserbeam den schön wegfetzt. So, ich stell den mal noch um auf. Mit meiste Gesundheit. Gibst dem noch ein bisschen was zum Zerstören, dem Pisser. Ah ja, okay. Ich denke mir halt, ich baue das irgendwie so um, dass das... Wenn es so weiter ist... Ich glaube, warte, ich glaube, die hier brauchen wir noch nicht. Ich habe Angst, dass der uns ein Loch in diese gerade Linie reinreißt und die sich dann denken, oh, das ist jetzt der kürzere Weg. Deswegen... Welche gerade Linie? Die, wo du gerade stehst. Deswegen gebe ich denen einen Grund, oben lang zu laufen. Ich hoffe, dass das von der Entfernung her, wäre das auch unnötig. Ich weiß nicht, ob das wirklich hilft, aber scheiß drauf. Kein Schimmer. Ich hoffe, der zerstört uns da unten nicht alles. Die drei könntest du jetzt theoretisch auch anders einsetzen. Oder hoffst du, dass der unten rauskommt und die drei zuerst zerstört? Keine Ahnung. Ich hoffe eigentlich, dass er oben rauskommt. Deswegen weiß ich gerade nicht, warum du das jetzt umgebaut hast, aber... Was meinst du denn? Nee, es passt schon. Wir werden sehen, wie es läuft. Ah ja, jetzt wollen sie alle da langlaufen. Nein, jetzt wollen sie gar nicht mehr da langlaufen. Ja, gut. So, willst du die drei da hinten dann noch umplatzieren oder sollen die da bleiben? Ist das Taktik von dir, dass die da sind? Ich meine, der will doch nicht, ja, oder ich weiß nicht, jagt der die? Keine Ahnung. Ich weiß, der ist scheinbar ziemlich unpredictable. Also hoffen wir, dass er uns... Jetzt liegen hier überall Minen, hier liegen noch zwei, die ich rausziehen will. Ja, platziere sie ruhig um. Ich habe nur zwei, drei hingelegt vor meinen Turm. Ich hoffe, dass der Laser uns hilft, dass wir den lang genug aufhalten können. Wir müssen dafür sorgen, dass er uns angreift und dass er hier unten startet. Okay, er scheint unten zu starten. Das ist schon mal gut. Wow, vor allem ist der ziemlich schwach, bilde ich mir ein. Ja. Eindeutig nur ein Zwischenboss. Bumm. Er ist noch nicht einmal in Laserbeam-Reichweite und schon fast tot. Ja, ich habe jetzt alles unsere Schüsse.
Ja, die Reihe hier hat er zerstört und mehr nicht. Sehr schön. Jetzt gehen die immer noch rein. Ich hatte halt Angst, dass er da oben reinkommt, weißt du? Ich verstehe nicht, was. Dass er bis zu der Ecke geht, ich habe das nicht umsonst so weit schräg gemacht, dass er voll weit laufen muss, bis er da einen kaputt schlägt. Nein, das meinte ich nicht. Keine Ahnung, er kam auf jeden Fall nicht so weit, dass er auch noch irgendwas machen konnte. Ja, aber er hat unten angefangen, was Glück für uns war. Verstehe nicht, wo soll er denn sonst anfangen? Der kommt doch von der Seite, oder? Glaubst du, dass er auf der anderen Seite rausgeht, wo quasi die Blockade ja, ist, oder wie? Genau! Ah, das hätte ich jetzt nicht erwartet. So viel Respekt für Vettel hat er, glaube ich, schon. Ey, das glaube ich eben nicht. Naja, er hatte es. Vielleicht geht er auch so gerne da. Also vielleicht ist das auch der Ort, wo er normalerweise rauskommt. So. Und kann sein, dass er sich nicht umstellt. Wegen Wände oder so. Jetzt kommen da nur noch die da. Okay. Die können wir alle rumlaufen lassen. Die ignorieren, die sind uns ja wurscht. Ah, okay. I can't build there. Nee, das ist eine Blockade. So war das doch. This is gonna get him. Ja. Reparierst du die da hinten oder mach ich das? Ich mach das. Ich weiß nicht, wovon du redest. Oh, einen hast du anscheinend. Jetzt habe ich dir gerade 170 Geld gegeben im Vorbeifliegen, also viel Spaß. Hä? Hast du sie abgebaut? Warum sind sie nicht mehr hier? Ja, die habe ich abgebaut. Ach so. Du hast einen Haufen Kohle, mach was damit. Was denn? Ja, bitte mach was damit. Wenn du nicht weißt was, dann grade einfach den ganzen Kram hier ab. Hier steht ja wirklich mehr als genug. Hier ist mir ein Elektro zu viel. Würde ich gerne Erdbebenturm bauen. Okay, dann bau deinen komischen Erdbebenturm, den bist du sich nicht. Oh, haben wir unser Turmlimit erreicht? Nee, doch nicht. Ich hasse das. Immer wenn man einer upgradet, denkt er, ach so, weil der in der Luft da ist und der unten da ist. Also ist einer mehr da. Okay, sehr merkwürdig, aber okay. Warte mal. Ah ja. Ist mir noch nie aufgefallen. Komisch, dass dir das auffällt. Na, weil mich das, wenn unten alles rot wird, doch irgendwie stört dann jedes Mal. Wow. Ich bin pleite. Es kommt nichts, wovor wir uns Sorgen machen müssen. Also die Gepanzerten, die werden sehr wahrscheinlich. Weiß ich nicht, wie viel macht denn der Erdbebenturm jetzt eigentlich? Der kann da auf jeden Fall durchhauen. Das ist schön. Gegner im Anmarsch. Von welcher Seite? Fang unten an. Sehr nervig. Wäre witzig gewesen, wenn der jetzt rübergehüpft wäre. Pass auf! Wir haben hier noch Plattformen, die ich sind so große Lücken, aber für die ist das nicht genug Lücke. Ist auch witzig. Wie hält unsere Kill-Ecke sich?
Seite oder nicht? Da kommen Fliegende, oder? Oder? Vier Flieger, ja. Und hier Rhinos und ein Haufen Schweber. Schweber sind doof, meine beiden Erdbebentürme machen dann nichts. Ja, Flieger sind auch ein bisschen doof. Aber die können wir wahrscheinlich selber. Ja, die sind ja nicht zu viele. Wenn das jetzt 10 wären, hätte ich gesagt, blöd. Aber so ist es in Ordnung. Hättest du einfach nur gesagt, blöd. Ja. Killing off vermin. One tower at a time. So, die kommen wahrscheinlich auch wieder zuerst. Oh, okay, machst hier so ein kleines. Keine Ahnung. Die Dinger sind ja nutzlos. Ich meine, wir können das, wir können den Ort schon nutzbar machen. Da brauchen wir nur viel mehr Bases. Das waren zwei. Ist noch einer, oder? Nö. Sie rennen, du! Ach, tu was! Oh mein Gott, wir verlieren! Ja, die Schweber sind schon ein bisschen doof. Das Erdbeben, ja. Ich dachte einfach die ganze Zeit, hört nicht mehr auf. Du siehst auch eine Schockwelle am Boden. Ah, echt? Ja, achte mal drauf, wo die sind, die beiden. Siehst du's? Ein bisschen Staub aufwirbeln tut er. Zehn Wackelköpfe, die... Oh, 10 Flieger. Und nochmal 10 Flieger. Oh, okay, das ist aber ein bisschen doof dann. 10 solche Köpfe, 10 Flieger, 10 Flieger. Ach so, aber wir haben nur 20 Gegner. Ich habe beide Erdbebentürme abgerissen. Okay. Willst du jetzt noch irgendwelche Lasergeschütze für die bauen oder sowas? Oder ja. Irgendwas? Nein, Laser nicht. Nö, nur normale. Okay, geht, ne? Aber okay, auf wen soll ich mich konzentrieren? Die letzte Welle? Was? Ja, ist die letzte. Auf wen soll ich mich konzentrieren? Also mit dem Zeitlimit hätten die uns ja überraschen können, aber so ist es ja echt witzlos. Dann können wir eigentlich alles andere auch abreißen. Also zumindest mehr, als wir jetzt gemacht haben. Ja, theoretisch. Dann brauche ich hier noch einen dritten. Boah. Ja, dann brauche ich noch einen dritten. Und ich habe 1000 übrig, also ich grade die jetzt noch schnell alle auf 3 ab. Ist eigentlich überhaupt nicht notwendig, weil ich nicht glaube, dass die überhaupt so ein Problem sind. Ich habe eine Rex, also. Du kümmerst dich um die Wackelköpfe, die stören mich am meisten. Ich mach Flugabwehr. Ah, okay, die fangen eh an. Komme ich auch zu dir. Wow, wie schwer. Ich meine, ich bin ja froh. Das bedeutet, vielleicht ist es nicht unmöglich mit 5 Kraftakten.
ist auch voll komisch. Irgendwie kommt mir dieser Akt viel einfacher vor. Also die letzte Map wird schwer, weil ich glaube, da kommen 4 Bosse im Minimum. Ah, die überspringen unseren kompletten Weg. Fällt mir nicht. Ja, aber egal, wir haben jetzt... Wir haben Zeit. Oder soll ich nicht weiter um den Bobbleheads kümmern? Mach ruhig Bobbleheads. Ich habe übrigens eine Mine auf dem Kopf, weiß nicht, ob du das siehst. Ja, doch, sehe ich. Wird aber anscheinend... Okay, kümmere dich mal um Flieger kurz. Oh, ich glaube, die haben mir die Mine weggeschossen. Oder keine Ahnung, sie sind nicht mehr da. Das kann sein, dass sowas passiert. Ach stimmt, ich kann ja den Kern treffen, wenn ich den ausweiche. Er schaut noch ganz okay aus. Okay, das war's. Das war seine volle blaue Farbe. Und wir haben noch 3 Bobbleheads. Ja, nee, der eine Flieger. Er hat 80 Schaden hat er erlitten. Der eine Flieger hat sich aufgehangen. Ach so, da ist noch einer. Ja, ich treffe ihn auch kaum, voll nervig. Aber egal, ist gleich weg. Okay, also noch 2 Bobbleheads. Super. Ein weiteres Level geschafft. Yay! Sieg, yay! Hurra! Das stimmt wohl. Oh, immer noch Level 16. Hey, du bist nur noch ein Level unter mir, nicht mehr 3, wie es am Anfang war. Oh, keiner von uns ist gestorben, Mann, sind wir gut. Ja, ja. Ja. Sag mal, kann es sein, dass du irgendwas dabei hast, was verhindert, dass du Volltreffer machst? Wieso? Weil dieser Volltrefferbalken gerade nur gelb war. Und es kann ja nicht sein, dass du nie Schwachpunkte triffst. Das ist ja unmöglich. Hä? Ich treffe die Bobbleheads. Ist das nicht ein Schwachpunkt? Ja, stimmt! Stimmt! Hä? Also irgendwas stimmt mit diesem Balken nicht. Komisch. Naja, egal. Das Ende? Sind wir schon da? Das ist ein geiler Levelname. Es heißt einfach das Ende. Ja, das wusste ich schon. Ja gut, das machen wir dann im nächsten Part. Wir werden nicht vergessen und ciao. Tschüss.